Liebe Zuschauer, wir sind heute bei Oleg Lohnes in Ingelheim und möchten das Energieklangseminar oder das Klangenergieseminar vorstellen. Und ich möchte gerne zunächst wissen, wie bist du auf die Idee gekommen? Was war der Auslöser? Auslöser liegt da schon 30 Jahre zurück. Das heißt, ich habe damit auch Energieinformationen, zum Beispiel versuche Menschen zu helfen, also mit Energiemanagement zum Beispiel, kann man mit eigenen Gedanken erfolgreicher, glücklicher, gesünder zu werden und so weiter. Und deswegen habe ich dann damals angefangen, aber mit Musik auch zu arbeiten. Und ich habe Menschen gebeten, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Training machen oder bestimmte Sitzungen machen, ob man nicht gut wäre, wenn die eigene Musik mitbringen zum Beispiel. Musik unterstützt das Ganze, Musik fördert Intelligenz, Gesundheit fördert und so. Und deswegen habe ich gedacht, wenn sie ihre eigene Lieblingsmusik mitbringen, Erfolg wird natürlich größer. Und habe ich festgestellt, dass genau das Gegenteil davon passiert. Also sobald Menschen Musik mitgebracht haben und versucht haben, mit Musik zusammen nebenbei so zu üben, nebenbei irgendwas zu machen, gab es nur Probleme, Konzentrationsprobleme aller Art und so weiter. Und da habe ich darüber nachgedacht, warum ist das so? Weil Musik eigentlich fördert Intelligenz und für die Seele, Sprache der Seele, die Harmonie. Und dann kam ich auf die Idee, das kann nur an sogenannter psychischer Verdauungskapazität liegen. Also im Prinzip, weil Musik ist eine zusätzliche Information. Also Information für mich bedeutet an erster Stelle Energiemenge, die unsere Sinne reizt. Das heißt, wenn ein Mensch mit Informationen konfrontiert, dann konfrontiert er in Wirklichkeit mit Energiemenge. Und diese Energiemenge muss er irgendwie verarbeiten. Das heißt, und deswegen, wenn zum Beispiel Informationen kommt und diese Energiemenge auf den Mensch praktisch aufprallt, sage ich mal so, dann muss er diese Energiemenge irgendwie managen, muss irgendwie mit denen umgehen. Irgendwie, ja? Das ist nicht zum Beispiel psychische Verdauung. So, das heißt, er muss eine Menge Entscheidungen treffen, überlegen, wohin mit Energie. Energie folgt immer Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Mensch an den ganzen Körper denken würde, Energie für seinen ganzen Körper verteilt. Denkt an eine Fingerspitze, wird an Fingerspitze verteilt. Nur zu diesem Punkt wusste ich noch gar nicht, was da passiert. Und ich habe angefangen, so eigene Forschung zu betreiben. Also ich habe extra so zwei Gruppen, sag ich mal so, gebildet, so Interessenten, Freiwilligen, und wirklich schauen, was wäre wenn. Also wenn man diese Musik nimmt, was passiert, wenn das, was passiert, wenn Lautstärke oder Musikqualität ändern oder Lautsprecherqualität ändern, Musikanlagequalität ändern. Also ich habe kreuz und quer unendlich viele Kombinationen, Möglichkeiten ausprobiert und dann kam ich auf die Idee, das kann nur tatsächlich an dieser, sagen wir so, schnelles Denken liegen. Also zum Beispiel, wenn er schnelles Denken betreibt, trifft er mehr Entscheidungen, dann muss er mehr Verknüpfung schaffen, dann muss er schnellere Bild erfassen, dann muss er mehr mit Energiemenge anders, wie gesagt, umgehen und so. Und so kam ich auf diese Idee, dass Musik eigentlich fördert auch schnelles Denken. Und dadurch habe ich festgestellt auch, das heißt, Menschen, wenn sie schneller denken zum Beispiel, was bedeutet schneller denken? Schnell denken bedeutet mal Situation erfassen zum Beispiel. Musik läuft einfach, gibt es ein Klangbild. Ein Klangbild bedeutet, so ein Bild ersetzt 1000 Worte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild erfassen will, dann muss ich erstmal ihn beschreiben. Dann muss ich pro Sekunde 1000 Worte beschreiben. Also so heißt das dann, wenn ich das Bild erfassen will. So, das bedeutet, ich muss in diesem Moment erfassen, wo stehen diese Musiker, welche Position im Raum, wie genau, was genau. Das ist vergleichbar mit Computer. Und wenn ein Mensch zum Beispiel so Bild erfassen kann, dann hat er viel höhere Konzentration. Er muss in kurzer Zeit eine Menge Entscheidungen treffen, muss eine Menge Interesse zeigen. Und dadurch trainiert sich einfach Konzentration. Konzentration bedeutet Energiemenge wiederum. Also je höher Konzentration, umso größere Energiemenge, die im Körper durchfließt. Das heißt, Nervensystem wird belastbar dadurch, leistungsfähiger und so weiter. Und das ist vergleichbar mit Jonglieren wiederum, ähnlich vergleichbar. Ja? So, nur Jonglieren wäre dann Kindergarten dagegen, sage ich mal so. Und was passiert in diesem Moment? Und ich habe tatsächlich festgestellt, sobald Menschen fangen an, mit Gesamtkörper zu arbeiten, Aufmerksamkeit auf Gesamtkörper, das ist schon eine extrem hohe Denkgeschwindigkeit, plus räumliche Wahrnehmung von Bühnenbild, plus Fantasie mit allen Sinnen, dann haben wir perfekte Training für extrem hohe Denkgeschwindigkeit, für sehr hohe Konzentration, das heißt sehr hohe Energiemenge durch Körper durchgeht, sehr hohe Stromstärke dadurch, ja, Belastbarkeit, Leistungsfähigkeit,
dadurch Immunsystemsteigerung ohne Ende. Also Mensch praktisch wird nicht nur belastbar psychisch, sondern auch Immunsystem steigt zum Beispiel. Und diejenigen, die bei mir mitgemacht haben, die haben alle möglichen Krankheiten haben verschwunden komplett. Das heißt noch dazu, die waren nie mehr erkältet mehr, nie krank. Plötzlich hat sich die Luft alles aufgelöst. Also werden alle Junge, also sind innerhalb von kürzester Zeit totale Verjüngung stattgefunden. Ich habe angefangen, so Fotos zu machen. Und diese Fotos praktisch nach jedem Training, so was wir gemacht haben, vorher, nachher, haben wir gesehen, nach 8 Stunden Menschen wurden 10 Jahre jünger aussehen. Ich habe ja selbst 3 oder 4 Mal dieses Seminar mitgemacht und habe damals unterschiedliche Phasen erlebt, die ich also selber durchmachen konnte. Zunächst, beim ersten Mal war ich unglaublich nervös und konnte das nicht bis zum Ende folgen. Mhm. Also ich glaube, so eine Phase kann jeder mal durchmachen. Ich habe es durchgehalten und bin dann zu diesen unterschiedlichen Phasen geführt worden. Warum machst du diese Phasen? Wie viele Phasen sind das, die da durchlaufen werden? Das nenne ich übrigens aktives Musikhören. Zum Beispiel, ich habe festgestellt in meiner Forschung, dass es diese passives Musik hören normal. Also jeder lässt sich berieseln und Musik ist eine intime Angelegenheit. Das heißt, manche lieben zum Beispiel klassisch, manche lieben dann irgendwas anderes. Und ich habe festgestellt, wenn man so Musik hört, dann ein bisschen Rhythmus, ein bisschen Melodie und macht den Menschen glücklich. Also der Ton macht Musik eigentlich. Und dann habe ich festgestellt, auch wenn sie passiv sind, dann haben sie im Prinzip nichts anderes wie schlucken, ohne zu kauen. So vergleichbar ist das. Ja? Nach kurzer Zeit, spätestens nach 2 Stunden, Menschen so voll, also Birne voll, dann können nicht mehr komplett Ballaballa. Ja? Und das heißt, und dann haben viele gesagt, wie 8 Stunden Musik hören, das ist unmöglich, absolut, nach 2 Stunden bin ich fertig. Ich sage, weißt du, was hast du gerade gesagt? 2 Stunden kannst du Leben genießen und danach gibt es Katastrophe oder was. Ja? Also wir haben 24 Stunden Zeit, ja, und diese 24 Stunden Zeit, ja, also übrigens größte Katastrophen, Probleme entstehen dann, wenn man müde, kaputt, erschöpft ist, ja, ist Aufmerksamkeit nicht da, also Bezug zur Realität nicht mehr da, ist keine Belastbarkeit, also im Prinzip gibt es einen Rattenschwanz von Problemen, die dann entstehen. Das ist übrigens das Nächste, was ich da festgestellt habe, das ist der größte Teil von Problemen, dadurch auch entstehen. Also auch alle möglichen Krankheiten. Was ist Krankheit? Krankheit bedeutet einen bestimmten Energiezustand, mit dem man nicht zurechtkommt. Jetzt gehe ich mal auf die erste Phase, an die ich mich erinnere. Das war eher so die Phase, wo mein Körper angesprochen worden ist. Kannst du mir mehr dazu sagen? Genau. Zum Beispiel, ich habe auch festgestellt, zum Beispiel, dass diese Thema Musik hören, zum Beispiel, viele so mit Geist empfinden, sagen wir so, manche mit Seele. Ja? Was bedeutet Geist? Ah, diese Schlagzeuger so gut und Gitarre spielt und diese Ton, diese Sängerin, die so auf diese Ton trifft, diese hohen Töne, ah, wie gut sie ist und dies und das, oder Soprano oder egal wie, was. Und so, das ist so typisch Geist. Für die Seele ist alles egal, Hauptsache, ah, schön und so. Und, aber es gibt Körper noch. Es gibt sehr guter Spruch, Geist will, aber Körper ist schwach. Ja? Mhm. Und so, das habe ich auch festgestellt, zum Beispiel, weil Körper muss mit der Energiemenge irgendwie zurechtkommen, muss absorbieren das Ganze, muss irgendwie verarbeiten. Ja? Und deswegen, als wir früher so angefangen, zuerst mit Seele zu trainieren, also Seele bedeutet Fantasie, also diese Geborgenheit, diese Ewigkeit, Gefühl und so, Harmonie und so. Dann, Menschen waren sehr glücklich, aber nach kurzer Zeit müde, kaputt, erschöpft, konnte ich mich auch nicht mehr sich konzentrieren, gar nichts mehr ging. Warum? Weil Körper eine Menge Energie aufnimmt, Nervensystem, Bereizüberflutung, macht Aussetzer. Also in Tiefschlaf verfallen, Schnarchen sofort. Also das heißt, und deswegen zum Beispiel, diese Körper in den Griff zu bekommen, das Schwierigste überhaupt. Deswegen habe ich das Ganze umgedreht und habe gesagt, zuerst trainieren wir Körper. Also Körper, warum? Weil Körper, wie gesagt, das schwächste Glied überhaupt und erfordert extrem höchste Energieaufwand. Und so, das heißt, und deswegen, diese Körper zu trainieren, bedeutet an letzter Stelle Aufmerksamkeit auf den gesamten Körper. Körper vibriert komplett. Also jede Musikinstrument, jede Stimme muss auf Gesamtkörper auswirken. Das muss man trainieren, das Ganze. Ich sage mal als Beispiel, wenn ich jetzt an Finger denke, zum Beispiel diese Finger, dann diese Finger wird mehr durchblutet als andere Finger. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an ganze Hand denke, wird die ganze Hand durchblutet, aber mehr als die andere Hand. Nur wenn ich jetzt diese Finger denke, Energieaufwand ist deutlich weniger als an ganze Hand zu denken. Und wenn ich jetzt an ganze Hand denke, dann meine Denkgeschwindigkeit ist 5-fach schneller als an diese Finger zu denken. So, und was passiert, wenn ich an den Gesamtkörper denke? Energieaufwand ist deutlich größer und logischerweise auch die Denkgeschwindigkeit erhöht sich. Frage nur, woher kommt diese ganze Energie? Auch nächster Punkt. Das heißt, aber da habe ich auch sehr viel darüber nachgedacht und habe ich gesagt, aha, Musik ist Energiemenge.
Also ich muss lernen, diese Musik als Energiemenge anders zu verarbeiten, anders zu verarbeiten. Das nenne ich das psychische Verdauung. Ja? Man lernt zum Beispiel mit Gesamtkörperenergie aufzunehmen, richtig zu verarbeiten und überschüssige Energie wieder rausholen aus dem Körper. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Deswegen trainieren wir mit Bühnenbild zum Beispiel, gleichzeitig Geist zu trainieren. Wenn Energieüberschuss noch da, wir haben Lust noch mehr zu machen, trainieren wir Seele zum Beispiel, mit Fantasie zusätzlich. Das sind jetzt drei Phasen, die du auf einmal gesagt hast. Und ich erinnere mich, dass die unterschiedlichen Phasen ich also selber ganz unterschiedlich erlebt habe. Und verrückterweise, als ich endlich verstand, was ich damit machen soll, habe ich tatsächlich Grippesymptome, die ich an dem Tag hatte, verloren. Ja. Und das hat mich total fasziniert. Und ich würde gerne noch mal fragen, was haben denn die Teilnehmer dir erzählt, was die erste Phase anbelangt? Was haben die erlebt? Zum Beispiel bei erster Phase, diese Gesamtkörperwahrnehmung, das ist das Schwierigste überhaupt. Also warum? Weil Mensch, wirklich ein typischer, normaler Mensch, hat gelernt, nur, wie gesagt, mit Seele zu hören, ja? Oder manche mit Geist hören zum Beispiel. Aber Körper wird nie einbezogen. Und deswegen Menschen totale Selbstüberschätzung dadurch erleben. Das heißt, sie denken, ah, kein Problem, ich kann das schon. Und merken, wie schnell Körper abbaut, warum Energie kommt rein. Und was noch wichtig ist zum Beispiel, Lernen für mich bedeutet neue Verknüpfungen schaffen, also neue Zusammenhänge besser verstehen. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, aha, Energie kommt auf mich zu und ich versuche, meinen Gesamtkörper einzubeziehen, dann bringe ich meinen Körper bei, wie man mit täglicher Realität, mit täglichem Stress zurechtzukommen. Weil ich benutze praktisch Musik, um täglichen Stress zu simulieren. Das heißt, kann man zum Beispiel an dieser Stelle sagen, wenn man zum Beispiel klassische Musik hört, dann fühlt sich sehr wohl, wenn man klassische Musik hört. Aber wenn es nicht klassisch wird, zum Beispiel Jazz, dann fühlt sich mir nicht mehr wohl. Aber im Leben läuft nie klassisch. Also das heißt, wir haben immer Jazz oder irgendwas Rock'n'Roll. Ja, so. Das heißt, das bedeutet in diesem Sinne, also sobald ich andere Musik nehme, was Mensch nicht gerne mag, habe ich automatisch eine Stresssituation simuliert. So, jetzt muss der Mensch lernen, mit dieser Stresssituation besser zurechtzukommen. Und übrigens, Stress ist schon ein bekanntes Wort. Jeder spricht von Stress, da kann man täglich mehrmals dieses Wort hören. Aber ich habe festgestellt, nicht jeder darüber nachgedacht, was Stress wirklich bedeutet. Also, ich sag mal, was ist Stress? Warum nicht Stress einfach, ich sag mal, in den Arsch treten, er läuft weg und kommt nie wieder. Oder mit Stress spazieren gehen, diesen Stress an Baum binden irgendwo im Wald, umdrehen und weglaufen. Stress bleibt im Wald und fertig. Das kann man auch so machen, so wenn Stress gäbe. So, in Wirklichkeit, Stress ist ein bestimmter Energiezustand, mit dem man nicht zurechtkommt. Das heißt, in Stress bedeutet, mir wird bewusst, dass ich nicht in der Lage bin, mit dieser realen Situation zurechtzukommen, erfolgreich zurechtzukommen. So, das heißt, aber Mensch hat trotzdem Situationen überlebt. Bedeutet, dieser Mensch hat irgendwo Energie geholt, zusätzlich zu überleben. Also praktisch, jeder Mensch hat eigene, je nach Persönlichkeitsentwicklung, eigene psychische Verdauungskapazität. Und in diesem Moment, sobald Mensch diese Kapazität hat, zum Beispiel so viel, je nach Sportler, so wie beim Sportler, vergleichbar. Mensch hat bestimmte Energievolumen, die er pro jetzt verarbeiten kann. Und wenn zum Beispiel Stress kommt und dieser Stress kostet ihn so viel Volumen, Energievolumen, genauso viel kann er verarbeiten, dann wird er sofort schon energetisch gesehen in Verlust. Das kann man Stress bezeichnen. Diese Energieverluste pro jetzt, pro Sekunde, werden praktisch dann kompensiert durch was einfach. Das innere Organe wird Energie rausgenommen, von Lebenslust wird Energie rausgenommen, von Lebensqualität wird Energie genommen, von überlebenswichtigen Funktionen wird Energie rausgeholt, komplett. Und so sieht nach Stress aus. Also beispielsweise Mensch verspannt, verkrampft, verbissen, kurzsichtig, also kann nicht mehr klar denken, kann nicht mehr bald von lauter Bäume sehen. Also es gibt einfach Katastrophen, die rein schwarz und Probleme entstehen dadurch. Ich möchte nochmal zurückgehen, die einzelnen Phasen. Du sprichst ja im Seminar diese Phasen an, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das wollte ich gerade sagen. Und das ist real. Geschichte passiert, wenn ich das so erzähle. Menschen so, ja. Und dann passiert Folgendes. Dann habe ich dann so eine Art, ich sag mal, Studien durchgeführt. Ich habe dann so beobachtet, zum Beispiel erfolgreiche Menschen, also sehr stark interessieren sich für mehr Belastung, für mehr Erweiterung, mehr Möglichkeiten, so anbeziehen sie Körper und so weiter, trainieren sich so. Nicht erfolgreiche Menschen machen überhaupt keine Entscheidungen, sitzen da passiv, lassen sich berieseln und so schnell in Tiefschlaf verfallen oder schnarchen oder sowas. Also das heißt, in diesem Sinne, viele Menschen haben sofort festgestellt, wie schnell sie an die Grenzen kommen.
weil sie nicht gelernt haben, so Situationen Entscheidungen zu treffen, Informationen anders zu verarbeiten. Das heißt, bis jetzt scheint so zu sein, dass es ein Schulsystem war, immer nur nachplappern, alles was gesagt wird, ohne kritisch hinzufragen. Ja? Also das ist wahrscheinlich, daher kommt das Ganze. Und hier müssen Sie ganz andere Situationen betrachten, muss eine Entscheidung treffen, muss eine Information erstmal mit Körper verarbeiten und schon rechtzeitig überlegen, wie ich das Information, also Energie weiterleite. Deswegen viele Menschen haben zuerst, waren enttäuscht, schockiert. Ich war natürlich auch selber schockiert. Ich wusste nicht, dass Menschen so schwach sind, ehrlich gesagt. Also es war überhaupt keine Belastbarkeit da. Also ich habe ganz andere Niveau angehoben, ja, deshalb muss alles runtergehen und wieder dort Menschen abholen, wo sie sind. Also von Boden vor Tatsachen dann. Und diese sogenannte passive Hören, Musik hören, abtrainieren. Weil passives Musik hören ist sehr, 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 sehr schädlich. Also wirklich gesundheitsschädlich. Also. Aber ich erinnere mich, wie du also sehr gefühlvoll und sehr vorsichtig uns durch die 8 Stunden hindurchgeführt hast. Genau, ich habe praktisch tatsächlich euch mitgenommen und getragen. Ja. Mhm. Das bedeutet, ich sage dazu Abschleppdienst. Ja. Also das mache ich normalerweise Seminare sowas nicht. Warum? Weil ich will, dass Mensch nach Hause kommt und glücklicher wird, erfolgreicher wird. Wenn ich jetzt alle mitnehme und abschleppe und so, wir tragen so ganz vorsichtig und so weiter, Menschen genauso schweben und glücklich ohne Ende, das ist kein Problem. Ja? Nur ist Mensch genauso doof wie vorher geblieben. Also es ist überhaupt nicht klüger geworden, hat nichts daraus gelernt und sagt, es war nur nette Unterhaltung. So. Ja? Ich erinnere mich auch, dass du wirklich Anregungen gegeben hast und hast gesagt, jetzt stellt euch doch mal die Musiker vor, versucht die mal voneinander zu trennen oder geht mal selber auf die Bühne, macht da mit. Genau, das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel Seminar mache, dann trainiere ich Menschen, weil ich weiß genau, sie wollen das. Ja? Also ich habe früher zum Beispiel irgendwelche Vorführabende gemacht, jetzt mache ich nicht mehr, weil kommen Leute so als Unterhaltung, ah, mal sehen, was passiert, wie kann ich meine Zeit totschlagen, ja, und so. Und jetzt sage ich, nein, stopp, also das ist kein Zuckerschlecken, das ist wirklich eine Arbeit. Muss man eine Menge Entscheidungen treffen, muss man eine Menge Gedanken machen. Warum? Weil wir benutzen nur Musik, um tägliche Situationen, tägliche Stress zu simulieren. Und wenn man das so macht, wie ich gesagt habe, der Mensch wird in kurzer Zeit viel, viel belastbar, viel glücklicher, viel zufriedener, also Probleme, Schmerzen verschwinden, alles verschwindet. Also beginnen, also nur als Beispiel, vielleicht muss man anders erklären. Also dieses Beispiel habe ich schon als Erfahrungsbericht hier bei mir schriftlich hier hinterlegt zum Beispiel. Und diese Frau übrigens war vor kurzem hier auch, das ist eine Ärztin sogar aus Stuttgart. Und Simone und ihr Mann zum Beispiel Alexander ruft bei mir an hier und sagt, Simone, geht es heute so schlecht, also ist nicht mehr transportfähig, also akute Lebensgefahr zum Beispiel. Sie hat dann Migräne, aber so schlimm, dass sie nicht mehr auf nichts mehr reagiert. Also 20-jährige Migräne, aber im Moment so stark sich verschlimmert, dass sie nicht mehr, gar nichts mehr geht. Also wirklich macht große Sorgen um ihr Leben. Beide sind Ärzte. Mhm. Wenn es zum Beispiel, wenn es nicht Ärzte wären, hätte ich gesagt, bitte Notarzt, sofort Krankenhaus und solche Sachen. Habe ich gesagt, wir arbeiten dort, wir sind selber Ärzte. Also, dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich morgen Klangenergie-Seminar. Ich sagte, Moment, aber bei so einer Migräne, da kann sie gar nichts mehr hören, das ist nicht mehr transportfähig. Ja? Ich habe gesagt, was bedeutet das Migräne? Migräne bedeutet, dass sie noch lebt und Hirn ist noch da. So, das Erste. Und Zweite machen wir dann hier. Also das heißt, weil ich spreche von psychischer Verdauung. Psychische Verdauung bedeutet, muss lernen mit Energiemenge, weil Migräne Schmerz bedeutet. Also Gehirn, Nervensystem mit Energiemenge überlastet. Also kommt nicht zurecht. Also ich muss überlegen, wie ich die Energiemenge richtig managen kann. Also ich muss das Ganze beibringen, um eine neue Verknüpfung schaffen. Und durch Lernen entstehen neue Verknüpfungen. Das heißt, diese Einflüsse von außen, die kommen, dank neuer Verknüpfungen, bin anders umgeleitet. Also das heißt, so funktioniert Energiemanagement. Also Energie folgt immer Aufmerksamkeit. So, und das bedeutet, wenn das so ist, also ganz brutal ausgedrückt, wenn jemand Kopfschmerzen hat, theoretisch gesehen, theoretisch, kann er Finger in Kühe einklemmen und wird dann keine Kopfschmerzen mehr, aber dafür hat er ein Fingerproblem. Also das ist jetzt so grob jetzt, ja. Aber in Wirklichkeit natürlich, das so funktioniert nicht. Also lieber wäre, wenn man mit Gesamtkörper arbeitet. Warum? Weil das punktuelle Belastung immer schädlich. Für Körper. So, und dann haben wir dann erklärt, sie kam tatsächlich hierher, ich habe erklärt, diese ganze Theorie, wie das geht, kurz prägnant, und dann haben wir praktisch gemacht. Mit Gesamtkörper zuerst lernen, warum? Weil alle Selbstheilungsprozesse im Körper beginnen ab sofort, sobald Aufmerksamkeit auf Gesamtkörper verteilt ist. Sofort. Also das heißt, warum? Weil Körper besteht aus Energie. Also Körper besteht, wenn jemand nicht glaubt, aus Atomen. Das kann jeder Physiker sofort bestätigen. So, jetzt gehen wir zum Beispiel zum Psychiater und sag mal, meine Atomen haben heute Schnupfen. Was Psychiater sagen wird, bleiben die sofort hier.
Ja, oder meine Atome sind dumm, ich bin dann, weißt du so, meine Atome sind alt geworden. Jeder Psychiater wird sofort bei sich behalten hier so. So, das bedeutet, es gibt Energiezustand, mit dem man nicht zurechtkommt. Also wenn Körper, Geist und Seele in der Lage ist, Energie zu viel, zu wenig zu verteilen, beginnt sofort Selbstregulationsmechanismus wird aktiviert. Und das ist Sinn der Sache eigentlich, ja. Also diese Selbstregulationsmechanismen in Gang zu setzen. Durch was? Durch besseres Energiemanagement. Und das heißt, bedeutet, ich muss Energiemanagement, Managementwort für sich bedeutet schon, ich muss eine Menge Entscheidungen treffen, muss Gedanken machen, überlegen. Ich denke an meinen gesamten Körper und ich denke an Bühnenbild, ich denke an bestimmte Fantasiebilder und alles mit allen Sinnen noch dazu. Das ist sehr wichtig. Sonst einseitige Belastungen, zum Beispiel nur sehen oder visualisieren, nicht so gut. Riechen, schmecken, fühlen, alles mit allen Sinnen. So, und auf diese Art und Weise zum Beispiel habe ich bei dieser Migränefrau zum Beispiel, die Simone, innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von 2-3 Stunden, Migräne war komplett weg. Jetzt mittlerweile, also wir haben 8 Stunden intensiv durchgezogen, richtig sehr intensiv, war kein Problem. Also sie saß sogar ganz vorne hier, mit voller Belastung, voller Lautstärke erlebt. Jetzt mittlerweile 6 Jahre vergangen, Migräne noch nie aufgetreten. Wunderbar. Ich war jetzt gerade vor ein paar Tagen hier mit ihrem Mann zusammen. Ja, ich habe ein Kopfhörerseminar noch dazu. Also ich erfinde meine eigene Kopfhörer. Also komplett, und dann haben sie das mitgemacht und hat sie offiziell hier öffentlich nochmal bestätigt, das ist wirklich so. Das ist genau das Gleiche. Seit 6 Jahren vergangen, noch nie Kopfschmerzen, nie irgendwelche Schmerzen, gar nichts. Du hast ja auch spezielle Kopfhörer. Ja. Ja. Nutzt du die während Ja, ich muss dazu sagen, ich arbeite schon 7 Jahre zusammen mit Firma Kenatan. Und Kenatan ist so im Kopfhörerbereich wie Mercedes im Autobereich. Mhm. Also gehört zu den Besten der Welt, kann man sagen. Und ich bin dann Entwicklungsingenieur praktisch von Kenatan. Also ich entwickle meine eigene Kopfhörer, so Special Edition, ja, Leclonis. Und diese Kopfhörer, kann man sagen, jetzt vor kurzem wurden in New York zum Beispiel von Musikproduzenten, von Profis für Superstars produzieren. Gibt es extra so ein Forum dafür. Also das heißt, untereinander so praktisch, ja. Die haben zum Beispiel als Kopfhörer des Jahrhunderts bezeichnet, meine Kopfhörer. Ja, ich habe damals schon. Und ich habe meine Kopfhörer zum Beispiel, verschiedene Modelle zum Beispiel, da gibt es so, jedes Modell ist Revolution im Kopfhörerbereich. Mhm. Eine zum Beispiel mit Graphentechnologie, also mit Graphenmembran. Das ist eine einzige Atomschicht, Kohlenstoffschicht, also zum Beispiel beschichtet. Oder mit Titan, oder mit Trichtertechnologie, also und alle so Unikate für sich. Ja. Was hast du für eine Anlage, wenn die Leute hierher kommen? Ja. Worüber hören die jetzt die Musik? Anlage natürlich. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, zum Thema Anlage zum Beispiel. Warum? Weil früher habe ich irgendwann einen ganz kleinen Lautsprecher, so ganz klein, wirklich so sehr viel im Raum verteilt, per Funk miteinander verbunden. Ich dachte, mehr kleine Lautsprecher, so Raum, Atmosphäre, hat nie funktioniert. Also zum Beispiel, wenn Menschen da sind, so, ja gut, sitze da, passiert nichts. Da habe ich dann immer größere Anlage zum Beispiel gekauft und dann habe ich dann gesetzt, also ungefähr ab 60.000 Euro habe ich dann gemerkt, boah, da plötzlich Menschen so war interessant, war plötzlich Gefühl, oh, jetzt ist passiert was. Wann kam es zu dieser Entscheidung, eine sehr teure Anlage zu nehmen und welche Ziele hast du damit erreicht? Zum Beispiel, das war so der Zwischenfall mit diesem Lied zum Beispiel, wo ich dann dachte, okay, jetzt alle gehen nach Hause, ich habe ein Lied vergessen vorzuspielen, also das war so interessant. Und Menschen sagen, okay, kein Problem, dann hören wir dieses Lied auch. Mhm. Und das war, wie gesagt, 60.000 Euro Musikanlage. Da Menschen erstmal so, ja, im Stehen alle haben gehört, sag ich mal so. Stühle haben wir schon alles abgebaut, hier alles drumherum. Und sie haben dieses Lied begonnen und alle plötzlich auf meinem Boden hingesetzt und wollen dieses Lied weiterhören. Ich habe Wiederholung, also bitte Wiederholung schalten. Ich habe Wiederholung geschaltet. Dieses Lied von 10 Uhr abends bis 5 Uhr morgens, alle saßen da, ohne sich zu rühren, ohne Stuhl zu holen, mit Tränen, Augen einfach und haben gesagt, warum dieses Lied hast du nie vorgespielt? Ich habe gesagt, dieses Lied habe ich schon seit 20 Jahren euch vorgespielt. Das Pflichtprogramm. Jedes Mal nehmen wir dieses Lied immer als Pflichtprogramm dabei. Niemand hat das realisiert, dass dieses Lied, schon 20 Jahre hören sie dieses Lied, aber jetzt in dieser Qualität schon so. Und das war, wie gesagt, ab 60.000 Euro. Dann habe ich dann gemerkt, aha, was wäre, wenn ich jetzt bessere, noch bessere Anlage hole? Dann das habe ich dann für 120.000, für 300.000 geholt. Und ich habe gemerkt, Qualitätssteigerung sehr stark, immer mehr, Wirkung immer deutlicher. Und jetzt bin ich bei 600.000 Euro Musikanlage gelandet. Und ich muss sagen, jetzt zum Beispiel das, was ich früher 8 Stunden gebraucht habe für bestimmte Wirkung, brauche ich jetzt, sagen wir so 20 Minuten, halbe Stunde dafür, gleiche Wirkung. Okay. Ja.
Welches Ziel hast du eigentlich bei deinen Leuten erreichen wollen, die zu dir gekommen sind, bei den Teilnehmern? An dieser Stelle besser werden, generell. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, muss man eine Menge Kriterien für sich definieren für Qualität. Mhm. Also zum Beispiel, jeder Mensch muss an sich mehr arbeiten, sage ich dazu. Mehr Selbstständigkeit fördern, mehr Persönlichkeit fördern. Warum? Weil wenn Menschen nicht in der Lage sind, sich selber zu helfen, dann zerstört sie selber ganz einfach. Und zerstört nicht nur sie selber, sondern alles, was um sich drumherum auch. Also das ganze Beziehungen, Kontakte, Verbindungen, alles wird zerstört. Also deswegen, an dieser Stelle muss ich sagen, ich habe eine Menge Kriterien aufgebaut dafür. Zum Beispiel für Persönlichkeitsentwicklung und eine Menge Kriterien für Gesundheit, für Reparatur, für Heilung, für alles komplett. Und diese Kriterien, diese Punkte werden Stück für Stück alles abgearbeitet, komplett. Das heißt, deswegen eine riesen Checkliste. Ja? Und ich muss sagen, nach dieser Checkliste, dieses System hat sich bewährt. Das heißt, Menschen werden deutlich, deutlich belastbar, deutlich gesünder, deutlich erfolgreicher. Eine Menge, Menge Erfahrungsberichte haben wir, tonnenweise Erfahrungsberichte haben wir jetzt. Tonnenweise zum Beispiel irgendwelche Videomaterial oder Fotomaterial, zum Beispiel Leute, die ihre Gesichter vorher, nachher, also berichten, ich bekomme Danksagungen zum Beispiel, so fast täglich, also täglich. Also kommt jemand, schreibt mir so, danke, dass ich das, danke dir überhaupt, dass ich überlebe, und danke mir, dass das deutliche Steigerung von Gesundheit. Zum Beispiel Menschen jetzt gerade mit zunehmendem Alter merken, wie sie immer fitter, immer jünger, immer gesünder und vitaler und kräftiger werden, besser werden. Und ihre Gleichaltrige werden immer kaputter, stärker, so kaputt, kränker, sagen wir so, wie nennt man das, hässlicher, vielleicht kann man sagen, ja, dass dieses Ganze alles zusammenbricht irgendwie so. Und diese Blumen so, gehen ein, ja. Und dann auf einmal plötzlich, auf einmal, also die sehen das, dieser Unterschied ist so extrem. Also es ist wirklich so, das heißt deswegen, das ist übrigens so mein Ziel zum Beispiel, helfen Menschen besser zu werden. Also ich gehe mit Menschen so um, so wie ich hätte gerne gehabt, dass jemand mit mir so umgegangen. Also das heißt deswegen, leben auf diesem Planeten eine Gemeinschaft, ich gebe auf meine Art und Weise so, und es gibt, was gibt es Besseres, als andere glücklich zu machen, und da kommt Wärme entgegen, ja, also besser geht nicht. Ja. Wenn man jetzt die Unterteilung macht, Körper, Geist und Seele, wenn wir das jetzt auf die Musik übertragen wollen und auf die unterschiedlichen Phasen, was haben dir die Leute erzählt, was sie da in diesen Phasen gesehen haben? Also jeder Mensch ist komplett einmalig anders. Also zum Beispiel, ich mache mal so, natürlich, jeder hat eigene Bilder und so weiter, aber entscheidend, es gibt so, zum Beispiel das nächste Phase, zum Beispiel der Körper, das ist eine Sache, ja. Körper in den Griff zu bekommen, kann nach dem Motto jeder, ja, so nach und nach. Geist in den Griff zu bekommen, schon sehr hohe Leistung erforderlich. Warum? Weil ich muss in kurzer Zeit eine Menge Sachen erfassen, das bringe ich so bei, wir trainieren, Punkt, Punkt. Aber für die Seele trainieren, diese Fantasie, das ist absolute Herausforderung. Und das bedeutet, dann geht's los, dann kommen plötzlich Gedanken, die vielleicht störende Gedanken zuerst sind, aber in Wirklichkeit das, was Psyche loswerden will, zum Beispiel. Also zum Beispiel Energiemenge kommt, und diese Energiemenge simuliere ich mit Musik, mit Lautstärke übrigens. Also zum Beispiel kann man Komplexität von Musik ändern, kann man zum Beispiel Lautstärke ändern, kann man seine Energiemenge dadurch ändern. Und was macht Psyche? In Notsituationen versucht immer von schwierigen, schlechten Gedanken, störenden Gedanken sich zu befreien. Mhm. Also dadurch passiert das Ganze so, Gedanken kommen selbst von alleine. Später mir sagt, boah, das ist genau das, was ich schon vergessen habe, aber das hat mich sehr stark belastet. Und jetzt plötzlich, ich bin frei davon. So, und jetzt kommen nächste Schritte zum Beispiel, und dann kann man sagen, okay, jetzt kann man neue Sachen aufbauen. Komplett. Also, okay. Also wenn ich jetzt so auf meine Bilder zurückgehe, ja. Wann war da der Geist im Spiel, wann war die Seele im Spiel, wann war der Körper im Spiel? Ich erinnere mich an Folgendes, nehme ich jetzt einfach nur mal als Beispiel. Ne? Das ist ja bei jedem anders. Ich habe erst gefühlt, meinen kompletten Körper wieder vibrierte, wie dann auch wellenartig die Musik durch mich hindurchging, so als wenn sie was auswaschen wollte in mir. Das war eine Phase, an die ich mich erinnere. Die zweite Phase war, dass ich plötzlich zusätzlich die Musiker auf der Bühne gesehen habe, also im Dunkeln, das findet ja im Dunkeln statt, die Musiker gesehen habe und war plötzlich fähig, mich selber dazu zu tun. Mhm. Was war denn das dann für eine Phase? Normalerweise so, Geist ist immer so Logik. Also zum Beispiel, wenn man um Logik geht, irgendwelche Einschätzung von Situationen, von Raumsituationen zum Beispiel, oder Anzahl von Musiker oder was genau das sie machen, das ist typisch Geist. Für die Seele ist Harmonie, Geborgenheit, Ewigkeit, Zeitlosigkeit zuständig.
Also, hatte ich dann, glaube ich, folgendes Bild. Mhm. Also ich habe erstmal, wenn das zum Geist gehört hat, die Musiker alle einzeln gesehen, habe die Instrumente wahrgenommen, habe plötzlich gesehen, wie ich dazwischen stand und auch Musik gemacht habe und gesungen habe. Genau. Und danach gab es eine andere Phase, die ich erlebt habe. Da habe ich gesehen, wie ich auf einem Pferd saß und am Meer lang geritten bin. Das ist so typisch Seele zum Beispiel. Typisch, das ist Seele, Genau, Seele. Da. Warum? Weil sehr wichtiger Punkt zum Beispiel. Man sieht sofort an dieser Stelle, wenn man so trainiert, das Ganze, wie sogenannte psychische Verdauungskapazität aussieht. Zum Beispiel, sagen wir so als Beispiel. Wir trainieren jetzt mal Körper, das ist die schwierigste Aufgabe. Sehr hohe Energieaufwand. So, Mensch denkt an den Gesamtkörper. Und plötzlich hat er ein Bedürfnis, jetzt an Bühnen zu denken. Er hat Energieüberschuss, er kann Energie, er kann sich mehr leisten. So, jetzt nutzen wir diesen Energieüberschuss, um Bühne wahrzunehmen. Körpergefühl plus Bühne. Mhm. So, jetzt hat er Körper wahrgenommen, Bühne wahrgenommen, Details, Nuancen, Feinheiten. Und hat er noch Lust, Fantasie zu entwickeln. Ja? Dann hat er wieder schon Energieüberschuss. Mhm. So, wir haben psychische Verdauungskapazität erhöht. Also das ist vergleichbar mit Jonglieren. Ja? Mhm. Also ein Mensch kann mehr jonglieren, kann mehr verarbeiten. Bei Jonglieren zum Beispiel kann man sagen, symbolisch gesehen, jeder Ball ist zuständig für irgendwas. Zum Beispiel ein Ball zuständig für Lebenssituation, zum Beispiel Beruf, andere Ball für Familie, andere Ball für Hobby. Und Frage, wie viele Bälle kann ein Mensch pro Sekunde in Luft kontrollieren? Und so. Und je höher sogenannte psychische Verdauungskapazität, umso mehr ein Mensch kann pro jetzt verarbeiten. Das sind Gedankenspuren letztendlich. Und diese Gedankenspuren helfen uns später in normalen Stresssituationen nebenbei Probleme zu lösen. Also wenn zum Beispiel ein Mensch psychische Verdauungskapazität sehr gering, dann hat er so viel Energie zur Verfügung und dann kommt ein Problem, der auch so viel Energie kostet oder vielleicht sogar mehr. Und deswegen hat er gar keine zusätzliche Energie mehr für Leben genießen, für Heilung, für nebenbei irgendwas wahrzunehmen. Er wird nur Probleme sehen, sonst nichts. Okay. Gibt keine Energie mehr übrig dafür. Beim anderen Mal habe ich völlig andere Dinge wahrgenommen, aber was identisch war, das habe ich interessant gefunden, die Körpergeschichte. Die war komplett identisch mit dem, was ich davor erlebt hatte. Also wellenförmig ging da so eine Energie durch mich. Und die geistigen Geschichten, das war tatsächlich doch immer mit Musikern, mit den einzelnen Instrumenten verbunden. Aber die Seele hat sich immer anders mit anderen Bildern gemeldet. Ja. Ich habe zum Beispiel dann ein andermal, habe ich dann zum Beispiel Balletttänzer gesehen. Genau. Ja. Sowas. Ja. Und das hat mich total fasziniert. Aber das Endergebnis war noch viel besser. Mhm. Ich bin mit Glücksgefühlen hier gegangen und es hat wirklich drei Wochen gedauert, bis es weg war. Ja, das liegt daran übrigens, apropos Glück. Wenn man zum Beispiel von Fortschritte spricht, also hat man konkrete, klare Ziele, die man erreichen will. Und diese Ziele, sobald man erreicht hat, prüft man Qualität sofort. Habe ich richtig gut gemacht, gut, nicht gut gemacht? Und wenn ich jetzt zum Beispiel gut gemacht habe und ich habe diese Ziel erreicht in diese Qualität, dann, wenn ich mit dieser Qualität einverstanden bin, dann bin ich zufrieden. Und je öfter ich zufrieden bin, umso glücklicher werde ich. Also deswegen diese Glücksgefühle werden ausgelöst. Das sind echte Glücksgefühle. Mhm. Weil sonst nicht echte Glücksgefühle bedeutet nichts anderes. Zum Beispiel hier Glück, hab Glück, viel Glück, viel Glück, 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 Glück. Dann hätten wir auch Glücksgefühle. Also das heißt, aber echte Glücksgefühle immer von Fortschritt abhängig, von eigener Fortschritt mit eigener Qualität. Mhm. Und je öfter der Mensch zufrieden mit das, was er erreicht, was er tut, umso glücklicher wird er. Und umso gesünder auch. Umso gesünder, logischerweise, weil von zu viel Glück, Glück, Glück wird nicht mehr gesund. Nee. Also das ist, ja gut, gibt es noch irgendetwas Wichtiges, was du den Zuschauern mitgeben möchtest, was zu dem Thema passt? Zu diesem Thema passt natürlich, ich muss dazu sagen, ist gut, ich sag mal so, nach mittlerweile 31 Jahren Deutschland habe ich festgestellt, eine gewaltige Selbstüberschätzung von der Fähigkeit stattfindet. Absolut. Also es hat mich schockiert. Andererseits, ich sage normal, okay, ich verstehe das Menschen so, dass, aber diese, ich habe nicht gedacht, dass so ist, aber jetzt habe ich da so festgestellt, es ist Selbstüberschätzung da. Menschen denken, die können was, können sie nicht in Wirklichkeit. Nicht belastbar, Gedanken, die sich konzentrieren, danach gibt es Probleme ohne Ende, Katastrophen, deswegen sage ich, Problem dann kommt, wenn das Problem kommt. Ja. Und deswegen, wenn ich jetzt von Musik spreche, ja, ich höre schon Musik. Moment, wenn du Musik hörst, warum bist du krank, so kaputt? Überhaupt. Also zum Beispiel, einer kommt dann so seit 40 Jahren Abo in Mainz zum Beispiel, Staatstheater, ja, und Konzerte einmal pro Woche in große Besetzung hört zum Beispiel. Und krank kaputt bis zum Geld nicht mehr. Wie kann man so 40 Jahre in Konzerte gehen einmal pro Woche und so krank, so kaputt sein? Aber solche Beispiele habe ich tonnenweise. Also Menschen, die von Musik hören
und nicht in der Lage, mit elementaren Belastungen zurechtzukommen, zum Beispiel. Deswegen ist Selbstüberschätzung schockierend, ja, erstmal das. Und deswegen, also ich bin kein Abschleppdienst, das heißt, ich kann nur Möglichkeiten, also wenn jemand kommt, Interesse zeigt, da kann ich helfen zum Beispiel, da kann mich mitnehmen und so zeigen, Möglichkeiten zeigen und trainieren, verbessern und so. Aber diese allgemeine Selbstüberschätzung, diese Pauschalisierung, auch zum Thema Musik, auch hat mich schockiert, ehrlich gesagt. Das heißt, ich muss sagen, zum Beispiel, Musik fördert Intelligenz, Musik macht das und das. Das sind pauschale Sprüche. Ja. Also wenn ich diese Musikstudien jetzt nehme, diese ganze wissenschaftliche Beweis, ich zerlege innerhalb von 5 Minuten diese Studie, nichts mehr übrig davon bleibt, von dieser Studie. Peinlich, peinlich, wie diese Studien ablaufen. Das heißt, diese ganzen Universitäten, wie sie alle beteiligt sind, sind primitiv peinlich. Und so. Und wenn Leute so sagen, wow, so, oh, Musik das und das fördert, ja. Also, das ist Niveau, wie ich gesagt, das ist so, schockiert mich sehr. Mhm. Und deswegen muss man anfangen, komplett anders zu denken, muss man anfangen, komplett anders an sich reinzugehen, ja. Beispiel kann ich tonenweise, wie gesagt, bringen, ja, und wo diese ganze Primitive so. Und das hat natürlich Auswirkungen auf Gesundheit, auf alles, ja. Weil dann Menschen tatsächlich dann nach dem Motto, ja, ich höre Musik, ja, ich fordere meine Gesundheit, aber passiert nichts in dieser Sinne, in Wirklichkeit. Das ist so diese Wirklichkeit, sie hören passiv Musik, ja. Also ist es wichtig, erst mit dem Körper zu beginnen im Training? Normalerweise, dieses aktives Musik hören, eigentlich, es geht darum, innerhalb von kurzer Zeit eine Menge Entscheidungen treffen. Muss man eine bestimmte Qualität definieren, muss diese Qualität auch verbessern. Also das heißt, deswegen diese Ziele erreichen, körperliche, geistige, seelische Ebene. Jetzt mit 2 Worten schwierig so zu erklären natürlich, ja, weil das ist ein dünner Angel, sag ich mal so. Also, weil das ist so komplexe Prozesse. Wenn ich jetzt sage, machen wir mit Körper oder mit Seele und so, oder mit Geist und so, das haben wir schon probiert. Also ich habe schon sehr viele andere Erklärungen einfach so nebenbei so ein bisschen erklärt. Ja, ich mache das schon so, ich mache das schon so. Und machen Sie gar nichts in Wirklichkeit. Ich sage, also Beispiel, wenn ich jetzt Schwierigkeitsgrad von Musik nur ein bisschen erhöhe, und die Menschen so behaupten, innerhalb von Sekunden Tiefschlaf verfallen, schnarchen. Ja, sofort. Und vorher sage ich, ich kann das alles. Ja. Also deswegen, also ich sag mal, Wirklichkeit, diese ganze Selbstüberschätzung ist wirklich schockierend. Das wissenschaftliche Stand zum Beispiel schockiert mich auch sehr. Also das heißt, und diese, also das ist viel zu wenig, wenn Musik überhaupt in diesem Sinne so ernsthaft also gedacht wird. Also und deswegen, deswegen, das war so mein Reiz praktisch, ja, so anders an sich reinzugehen und zu zeigen, welche Möglichkeiten gibt es tatsächlich. Also ich habe das, ich bin, sagen wir mal so, Laborrate Nummer 1. Ich habe das alles an mir getestet, deswegen weiß ich genau, was geht und was nicht geht. Und aber dann kam so praktisch durch Notsituationen, durch alles Mögliche und Freunde und Bekannte haben gesagt, kannst du nur mal helfen so und so. Und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir auch. Ja, so. Das heißt, so Stück für Stück hat sich so entwickelt. Das bedeutet mittlerweile heute, was ich meine tägliche Arbeit ja geworden. Und natürlich, das durch reale Training, durch reale, kann man sagen, Stresssituationen, kann man sehen, was Mensch drauf hat überhaupt. So. Deswegen, so pauschal kann man sagen, ah, ich höre aktiv Musik, ja, ja, ich mache das schon. Mhm. Ich bin 1000% sicher, Mensch macht das nicht. Mhm. Also, das ist nur das Beispiel. Das heißt, die wissen erst gar nicht, was es ist, genau, aktiv, ja, Musik, genau, zu hören. Genau. Und allein dem Ablauf jetzt zuzuhören, ja, also wie du damit umgehst, hat, glaube ich, noch nie jemand Musik gehört. Genau. Also ich sage, ich kenne jede wissenschaftliche Studie, die zu Musik führt, zum Beispiel sowas untersucht wurde, in 5 Minuten zerlegen, von dieser Studie nichts mehr übrig bleibt. Diese Peinlichkeit, diese Primitive schockiert mich sehr. Ja. Früher habe ich diese Studien sogar ausgelegt, hier so nach dem Motto, oh, was wissenschaftlich bewiesen, ich habe das alles weggeschmissen. Also für Müll, also peinlich. Wie ist denn das? Stellst du dich auf die Leute ein, die kommen? Und wie viele Leute kommen denn überhaupt zu so einem Seminar? Ist es immer der gleiche Musikablauf? Nee, oder konzentrierst du dich auf ganz andere Dinge? Nur unterschiedliche Anzahl von Menschen kommen, immer wieder so dynamisch alles. Aber zum Beispiel Musik jedes Mal einmalig, jedes Mal anders, also auch Zusammensetzung. Das ist wie Buchstabenalphabet. Jeder einzelne Lied vergleichbar tatsächlich mit Buchstabenalphabet. Also ich kann Buchstaben so kombinieren, ich kann so kombinieren. Ich kann Liebesroman schreiben, ich kann ein Gedicht daraus machen, ja, ich kann alles Mögliche machen, Kriegsszenario zum Beispiel. Ja. Das heißt, und deswegen arbeite ich mit allen Mitteln zum Beispiel, auch Soundeffekte und solche Sachen, weil dann Mensch hilft, das Ganze in andere Situationen zu versetzen, zum Beispiel andere Möglichkeiten zu erleben und so, das fördert sehr viel. Ich erinnere mich, dass zwischendurch, wenn wir Musik gehört haben, plötzlich irgendwelche Tiergeräusche aufgetaucht sind und du dann anschließend getestet hast, wer hat die denn überhaupt gehört? Genau, also zum Beispiel, klassisches Beispiel mit Pferd. Also ein Pferd hat, ich habe in Rente geschickt,
süße Pferd, aber 30 Jahre habe ich mit Pferd gearbeitet, hat immer so gemacht, ja. Und so, jetzt muss man vorstellen, eine Veranstaltung für Profimusiker, sitzen 20 absolute Profismusiker, weiß ich, wie hier, Weltklasse, spitze Qualität. So, ich mache für die so ein Stück, klassisches Stück, das sie anhören, und währenddessen habe ich 10-mal nacheinander Pferd so gemacht, aber immer lauter. Also es war schon super, ehrlich gesagt, ich dachte, ich werde mich erschlagen jetzt hier, so, weil so ständig Pferd und immer so. Dann, also fertig war dieses klassische Stück. Hab irgendwas gemerkt, was Besonderes? So, nichts, so, war ein ganz normal klassisches Stück. Aber Pferd, was mit Pferd? Welcher Pferd? Niemand wusste davon. Was gar ist nicht. Das für ein Zeichen? So, ich muss sagen, Schlaumeier waren auch dabei, natürlich kamen sie extra zum Seminar und die ganze Zeit haben wir auf dieses Pferd gewartet. Irgendwann kam Pferd, und er hat sofort sich gemeldet. Ah, übrigens, ich habe Pferd gehört. Okay, und welches Musikinstrument lief nebenbei? Oh, das habe ich nicht aufgepasst. Ich habe die ganze Zeit auf Pferd gewartet. Also, verstehe, dann hat er 8 Stunden auf dieses Pferd gewartet, ja, und nichts daraus gelernt. Also, nicht mal dumm gelaufen, oder? Also, das ist einfach, das zum Thema aktive Musik hören. Also, das ist so. Können Zuschauer sich bei dir über uns, also über den Sender, auch in einem Seminar anmelden? Natürlich, ja, gerne, ja. Kein Problem. Also ich möchte mich erstmal sehr bedanken für das interessante Gespräch und ich hoffe, wir haben ganz viele Zuschauer angesprochen und sage einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Heike Kaczmarzik.